Cottbus, hello! Ja, noch bin ich zwar der Erste hier in Cottbus, direkt in Sandow, aber am Sonntag, da sieht das komplett anders aus. Dann sind hier wieder die Karnevalisten so richtig schön unterwegs. 13.11 Uhr, Freunde, da startet er, der Zug der fröhlichen Leute. 4000 aktive Karnevalisten sind dann mit am Start. Am Straßenrand dann natürlich Haufen Leute. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir hier schon mal an. In diesem Sinne, Lausitz, hello! Von der Franz-Mehring-Straße einmal quer durch die Stadt, dann bis hier hin zum Staatstheater. Hier, das ist die Route vom Zug der fröhlichen Leute. Am Sonntag steht dann hier genau die Ehrentribüne, wo beispielsweise Oberbürgermeister Tobias Schick sitzen wird, aber auch unser Landesvater Dietmar Woidke. Gute Stimmung, die gehört definitiv dazu. Aber was darf noch nicht fehlen? Na klar, Konfetti! Ja, und wenn wir dann noch alle feuchtfröhlich drauf sind und vor allem noch durchhalten können, wovon ich jetzt aber einfach mal ausgehe, dann stirbt hier nochmal so richtig der Adler. Denn hier auf dem Cottbuser Viehmarkt ist der große Höhepunkt, das Festzelt. Und was da so abgeht, das zeigen wir euch jetzt schon mal exklusiv. Denn Frank Huban, der organisiert das erste Mal hier. Und da nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Kommt mit! Liebe Freunde des Karnevals in der Lausitz, das Festzelt steht schon. Wir haben noch die letzten Vorbereitungen, es ist noch einiges zu tun, aber ich verspreche, am Sonntag ein sehr schickes, bonbonmäßiges Festzelt, schön bunt, so wie es sein soll. Wir haben diesmal erstmalig einen Außenbereich, der mit dem Zaun angeschlossen ist ans Zelt, das heißt ohne Wiedereintrittskontrolle könnt ihr zu uns kommen und rausgehen, wieder reinkommen. Da gibt es dann die Toiletten, da gibt es was zu essen, da gibt es was zu trinken und rauchen. Bitte, bitte auch draußen, nicht hier drin. Dann haben wir hier eine viel bessere Luft bei uns. Es gibt tolle Programme auf der Bühne von den Karnevalsvereinen zu sehen. Eine riesen LED-Leinwand, die noch aufgebaut wird. Auf der könnt ihr dann den Karnevalumzug schauen, wenn ihr schon etwas eher ins Festzelt kommt. Sei es durch Regen, durch Kälte oder weil euer Lieblingswagen schon hier angekommen ist, mit dem ihr mitgelaufen seid. Viele Karnevalisten werden diesmal wieder im Zelt sein mit ihren bunten Kostümen. Das ist, glaube ich, ein Riesenhighlight. Und zum Schluss gibt es dann nicht nur die Übertragung von Heute stirbt der Adler, sondern es kommt auch noch als das Highlight zum Schluss mit seiner Konfetti-Party der Hauskasper vorbei. Also nicht verpassen, kommt hierher. Ihr seid selber schuld, wenn ihr am nächsten Tag von den Kollegen hört, wie toll es war und ihr wart nicht dabei. Ich freue mich auf euch. Bis zum Sonntag.